Anton Sandor Lavey, geboren am 11. April 1930, war der Begründer der Church of Satan, der Kirche Satans. Ich stehe heute hier, um der Welt zu verkünden, dass wir nun offiziell den Lebensweg Satans beschreiten. Was trägst du da um den Hals? Ein Amulett. Anton hat es mir gegeben. Du wirst solche okkulten Dinge nicht in der Öffentlichkeit tragen und dich damit lächerlich machen. Es geht um diese Hippie-Bewegung. Das ist der aktuelle Zeitgeist, Anton. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass unsere Kirche eine Bibel bekommt. Erschreckend, was da passiert. Wie die Jugend sich offen zum Teufel bekennt und unseren Herrn lästert. Daher glaubt der Satanist, dass man dem Feind niemals die andere Wange hinhalten soll. Das war wirklich beeindruckend. Du hast auch gut gespielt. Die Orgel passt irgendwie so gut zu dir. Warum führst du dich so auf? Du bist peinlich. Ich sag dir mal, was peinlich ist. Das Treffen dieser selbsternannten Satanisten hier. Wir dienen keinem anderen, sondern nur uns selbst. Die christliche Interpretation Satans ist diese unsere eigene Individualität. Partei konfrontiert uns auf gruselige Weise mit dem extremsten Gegensatz, den wir erfahren können. Dem zwischen Leben und Tod. Lass uns endlich nach Hause gehen. In diesem Haus bekomme ich Gänsehaut vor Ekel. Das Biest in uns allen kann vielleicht verdrängt werden. Aufhalten aber kann es niemand. Als der Satan laufen lernte. Ein Hörspiel von Edwin Brienen.